Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Emo Thüringen. Wir ernten aktuell Weizen auf Feld 60. Wir werden gleich den neuen Traktor holen und die neue Sämaschine, um auf Feld 38 mit einzusteigen. Beziehungsweise Kursplay fahren lassen. Weil das wird in 2 Stunden fertig sein. Also früher wie in 2 Stunden. Damit bevor das Wachstum beginnt, dass wir da entsprechend die Aussaat vorschaffen. Damit wir nur eine Wachstumsstufe drin haben, dann brauchen wir nur die Runde fahren. Also so wie hier im Prinzip voll durchziehen. So, ist er voll. Jetzt gehen wir auf den neuen Traktor. Mit, ja, mit so einem speziellen Dinger, ne? Hübsch, ne? Der macht zwar nur Anführungszeichen 43 km/h, aber für den Acker ist er gut genug. Und schön wendig ist er auch. Ja, sogar auf Computer. Und das wird nichts. Das wird nichts. Wie Lenkung hier funktioniert, weiß ich nicht. Kann man nicht erkennen. Normalerweise eine Kette geht stehen. Das wird so nichts. Da müssen wir ein bisschen größer ausholen. So, haben wir jetzt so gut durchkommen. Ja, wir müssen warten. Wir müssen die Aussaat voll im Griff kriegen. Sonst haben wir ein Problem. Wir müssen Uhr starten, ne? Und wenn einer Stundenfolge schauen möchte, hätte ich kein Problem, ne? Wir sollen auch stundenweise machen. Aber das, die Masse will keine Stunde zuschauen, ne? Leider. Oder auch ganz gut so, weil das ist ja gar nicht zeitlich dann schon schwierig zu machen, ne? Auch wegen Hochladen. Eine Stunde wäre ja ungefähr so wie 3 Folgen. Würde bedeuten, eine Folge braucht ungefähr 18 Minuten zum Hochladen. Also eine Stunde zum Hochladen wäre dann auch schon interessant, ne? Ja, bei 9 Folgen sind es dann 9 Stunden, ne? So, da kann man sich jeder ausrechnen. Da wird es ja schwierig, einen Tag entsprechend durchzuziehen. So, wir brauchen nämlich Raps, das müssen wir gleich einstellen. Ein Gebiet muss entladen werden, dann der nächste muss warten, Blocking. Aber wir müssen dringend mit einsteigen in der Aussaat auf Feld 38, dafür das hier ganz schnell durchziehen. Denn längerfristig, wenn wir noch mehr größere Felder haben, dann müssen wir sowieso 2 haben. Sonst war das nichts. Vor allem könnte man leicht nebenbei einen zweiten Acker bestellen. Ja, 43 km/h, mehr macht er nicht. Uns laufen die Ketten heiß. Ja, der Specht ruft auch wieder. Aber der Motor ist eine Attrappe, da geht nichts. Aber
hört das auch ein Radio oder Radio oder was? Jetzt haben wir einen Baum festgefahren. Genau zwei Bäume. Da müssen wir packen, ne? Also gerade die Bäume, die da im Weg stehen, ne? Aber die Bäume gehören dazu. Eine andere Sämaschine wird ein bisschen besser. Von der Arbeitsbreite her. Also. Wegen. Da ist er hier. Grüß ihn. Tut er dir so gerade das Hof. Wir müssen das auffüllen. Saatgut und Dünger. Sonst können wir nicht einsteigen. Wenn wir jetzt Sack und Dünger auffüllen, dann können wir gleich den Kurs laden. Also kopieren. Nur ist der Plattenweg zu schmal. Man sieht mal richtig, wie der Traktor im Plattenweg verschwindet. Deswegen ist auch diese Fütterung. Im Grunde ist jetzt die Straße. Ja gut, vielleicht kommt eine neue Version ein bisschen besser. Wenn mir das gehören würde, würde ich ja mit Terraforming ein bisschen ebnen, dann würde es ja gehen, aber gehört mir noch nicht. Müsste man sich das Geld cheaten, dann kann man das kaufen. So, da sind wir. Dünger brauchen wir. So, Saatgut. Kopieren. Verfügung. In der SMS. Ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Könnte Unwetterwarnung sein, sieht dunkel und dunkel aus. Könnte. Was für ein Kurs könnte das sein? Gut, voll. Wenn wir dann sehen, ob der richtige Kurs ist. Dann werden wir gucken, ob die Symbole, und zwar auch die Symbole, dann kann man es erkennen. Der Führungskurs ist mal richtig. Eben aus der Richtung passt. Sieht dunkel draußen aus. Kriegt man gar nicht mit, wenn man so abgedunkelt ist. Gewitter. Außen so warm. 22 Grad. Und drin ist wärmer. Wie immer. So, wir sind richtig. Das heißt, wir steigen jetzt irgendwo mittendrin ein. Dazu gucken wir auf die Übersichtskarte rein, sobald wir das sehen können. Mittendrin heißt für mich hier ungefähr. Weil das macht ja Sinn, ne? Der hat einen hohen Wenderadius, das ist gut. So, Klammer aus. Nächst passenden Wegpunkt. Das sieht gut aus.
Eine Stunde noch, das ist bestimmt schon besser. Eine Stunde wäre, ne, gegen halb 11. Der nächste Vorteil ist, der andere braucht noch nicht. Kein Nachschub holen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also LKW. Und die Tür auch gleich voll, ne? So. Dann können wir den gleich auch wieder zum Hof fahren, zum Ausleeren. Dann können wir gleich noch den Anhänger holen. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann haben wir ein bisschen Zeitersparnis. Mein Handy ist hier. Aber schauen wir gleich um bei der Warnung bestimmt, wie es draußen aussieht, ja. Jupp, starkes Wetter aus dem West, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aha. Von bis 7:45. Kann ich gleich reinschauen. So, ausleeren. Anhänger holen gleich neu. Mal gleich wegfahren. Das geht nicht kaputt, das ist ja ein Witz. Der eine Raps ist 7%, der andere ist auf 50. Ups. Gibt eine schöne Lohnkosten hier. Fahren hier im Prinzip vier Helfer. Alle mit Cosplay. Ah, das macht nichts. Wir noch Anhänger holen gleich im Anschluss. Das ist. Eine Fliege hier. Bist ihr? So, da geht nichts mehr rein. Aber verkauft eigentlich. Wäre lieber gewesen, weg. Dann soll ich mal von vorne anfangen müssen, weil die neue Karte kommt. Dann ist es, dann wird hier die Silos, ja, anders gestalten, immer so. Da muss ich irgendwie anders gestalten. Weil ich kriege ja hier nicht alles rein, ne? In den anderen Silo, das ist nur begrenzt. Und hier kriege ich alles rein. Von Heu über Stroh, alles. Gerade Dünger oder Saatgut. So, jetzt holen wir uns schnell den Anhänger. Das müssen wir sowieso tun. Dann haben wir das nächste Mal geschafft. Ja, apropos Wettermod, hätte ich gar nicht aussehen sollen. Ja gut, das kann man ja noch nicht genau wissen, was nun kommt. Deswegen, weil beim Wettermod ist ja so, dass im Prinzip die Früchte auf Roll gesetzt werden. Das heißt, da würde jede Frucht weg sein. Man müsste im Prinzip neu aussehen. Aber sollte es noch nicht. Beide leer, beide voll. Ja. Aber wir müssen beide mal Anhänger holen.
Anhänger holen, damit wir das alles zügiger machen können. Die Bommel wackeln nicht. Warum wackeln die nicht? Das ist kein Gegenverkehr. Hier hat man schön in sich drin, ne? Also. Immer schwer zu sammeln im Ton, also zu laut soll es auch nicht sein. Maschinen. Wo man zu sagen, was ich mit einem drinnen, das ist immer so ein bisschen leiser, ne? So, sind wir gleich beim Händler und können wir gleich den Dolly und den Anhänger holen. Schwierig. Haben wir den mit Dings dran? Naja, haben wir nicht. Wer hat da den Baum gepflanzt? Zur Not, Leihmotor Traktor. Das werden wir tun. So, okay. Mieten wir uns ein. Da quälen wir uns nicht lange. Wenn wir einen Dolly rückwärts fahren, dann noch blöder. Dann können wir den Käse zurückgeben. So, schau mal. Na? Nicht so viele Fahrzeuge die alle durchklecken müssen, das ist auch viele. Was regnet draußen? So, das mal klappt. Mal schauen, ob das klappt. LKW. Der ist so eingesaut. Ich kann ihn auch noch nehmen.
gucken. Gucken. Gut, dass wir das so gemacht haben. Aber ein gescheites Fahrzeug. 2000 kann man noch notfalls erhöhen. So, jetzt stellst du den LKWs und dann ist oder so ein Traktor, ein metrische. Und dann ist auch wieder die Folge auf jetzt zu Ende. Aber das muss ja mal sein, dass wir das machen. Denn sonst haben wir ja später Probleme. Wie gesagt, der Ton für die Fahrzeuge ein bisschen. Das war ein Unfall. Ein bisschen zu leise, glaube ich. So. Wie auf der Rennpiste. Mal sehen, wie er reagiert, wenn er voll ist. Habe ich gerade die Vögelmatsch gemacht. Draußen ist Platzregen, aber wie dort ist es. Oh! Jetzt machen wir noch kurz im Acker fahren. Und dann sage ich mal gleich Tschüss. Leer machen in der nächsten Folge. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Hat mich gefreut, was da bieten zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, auf euch wieder einschauen. Einen anderen Like vielleicht oder ein Abo. Ja. Dann sagt mal Tschüss für die Woche. Ciao, ciao. Bis in einer Woche. Ciao.